Einen schönen guten Abend von der Playa de Palma. Wir haben 18.42 Uhr am 3. November. Heute waren es immer noch warme 24 Grad, aber sehr windig heute. Sehr viele Wellen unterwegs. Auch die Nacht soll es nicht wirklich zurückgehen an den Temperaturen. Der tiefste Wert soll bei 18 Grad liegen. Da kann man immer noch mit kurzer Hose und mit T-Shirt rumlaufen. Ich hoffe, man kann mich überhaupt hören, so windig wie das ist. Wir gehen jetzt auf eine kleine Reise heute. Dank des Weihnachten-Closing ist ja eh nichts mehr los. Aber wir schauen trotzdem mal rein in die Bierstraße und die Schinkenstraße und in den Bierkönig, was sich da heute Abend so tut. Und dann werde ich heute Abend Fußball gucken. In der 1. FC Köln gegen Nizza in der Conference League. Ja, und dann beginnen wir mal hier unsere Reise und schauen, wohin es ist. Zumindest uns heute Abend verschlägt. Gestartet waren wir am Balneario 2. Jetzt sind wir am Fünfer. Wie die meisten wissen, hier ist der Megapark. Der Megapark hat zu. Und weiter geht's. Heute Abend live im Oberbayern Melanie Müller, Schäfer Heinrich und Annabel Andersson. Obwohl, ne, da war ja vor 4 Tagen, ne? Da habt ihr wohl vergessen, die Plakate abzuhängen. Oberbayern hat nämlich zu. Hier am Chalet Siena. Sehr übersichtlich. Der ein oder andere Gast ist noch da. Zum Abendessen. Vielleicht wird's später noch was mehr, ist noch früh. Hier das Linus, gerade ein kleines bisschen besser gefüllt, würde ich sagen. Licht ist aber aus oben vom Linus. Muss ja Strom sparen, ne? Alles teuer geworden. Wir sind jetzt hier um 19.12 Uhr vor der Bierstraße, hinten raus. Und menschenleer. Los. Der Wind, der wird glaube ich immer noch stärker. Und dann wollen wir mal durch die menschenleere Bierstraße gehen. Ich habe schon gesehen, das Dömsch hat offen. Die Leinwand ist an, da läuft schon Fußball. Bis dahin wird es bestimmt noch ein bisschen voller. Und dann schauen wir mal beim Deutschen Eck rein. Auch hier sitzen ein paar. Hier das Restaurant schräg gegenüber vom Deutschen Eck hat auch geöffnet. Auch ein paar Gäste, die zu Abend essen. Das Abahalo hat zu. Latino hat offen.
aber hier ist nichts los. Dann gehen wir mal weiter Richtung Schinkenstraße. Hier sind wir am Anfang für der Schinkenstraße. Der Grillmeister hat geschlossen. Der Döner Kebab hat noch offen. Der eine oder andere Helmut ist auch noch vor Ort. Und dann gehen wir jetzt mal in den Bierkönig und gucken, was da drin los ist. Ja, ziemlich übersichtlich hier gegen 7:30. Der alte Brei ist komplett leer. Ja, das war ein kurzer Blick in den Bierkönig. Wirklich nicht viel los. Draußen sitzen ein paar Leute. Vielleicht wird es ja heute Abend noch was voller. Aber ich weiß nicht, ob ich dann aber dahin gehe. Ich muss mir jetzt mal überlegen, wo ich Fußball gucken gehe. So, 20.37 Uhr, ich habe mich für das Dürmsche entschieden. Das Dürmsche füllt sich langsam, die Kölner sind hier. Und dann gucken wir gleich den FC und drücken alle die Daumen. Come on FC. Auch die Katzen im Dürmschen, die wollen Fußball gucken. Oh, das ist ja sogar noch eine dritte Katze. Die müssen aber rot-weiß sein, schwarz ist irgendwie falsch. Zur Halbzeit steht es 2:0 für Nizza. Das wird jetzt schwer. Drei Tore brauchen wir noch. Dürmsche ist gut gefüllt. Sehr gut gefüllt. Hier sind ein paar Freunde aus Frankfurt. SG! Ja, dann gucken wir jetzt mal die zweite Halbzeit weiter. Ja, das 2:2 für den ersten FC Köln gefallen. Ja, Hoffnung ist wieder da. 30 Minuten noch Zeit und dann kommt man FC. Ja, das war leider nichts. Der FC hat noch 2:2 gespielt und damit sind wir ausgeschieden. Trotzdem gute Leistung vom FC, überhaupt da so weit gekommen zu sein und so knapp gescheitert. Dann geht es weiter in der Bundesliga gegen den Abstieg und wer weiß, was wir da noch reißen können. Ne? Jetzt geht es in den Bierkönig und dann gucken wir mal, was im Bierkönig los ist. So, wir haben jetzt 23.30 Uhr und stehen hier vor dem Bierkönig. Drin ist laute Musik, hier draußen steht keiner. Und dann schauen wir mal, was drinnen los ist. Ein paar Helmuts stehen hier draußen. Ich weiß nicht, was wollen die eigentlich noch hier? Kauft eh keiner mehr was. Gut, dann gehen wir mal rein. Abfahrt. Bierkönig. Ja. Hat sich auch ein bisschen gefüllt im Gegensatz zu vorhin. Ein paar Leute sind da. Gehen wir mal in den alten Bereich rein. Auch hier drin sind ein paar Leute. Musik läuft. Besser als nichts, ne? Ja, Olivia läuft ja auch schon wieder. Saison vorbei, trotzdem Party. War nicht viel los, aber Olivia läuft. Begonnen. Und da kommt Brenner vom Luftgeschwader ist auch da. Alle sind sie wieder da. Hier ist keiner mehr.
Aber dafür hier drin. Ich mache meine kurze Raucherpause und dann gehen wir gleich wieder rein. 0.45 Uhr, ein sehr ungewohntes Bild hier in der Schinkenstraße. Nichts los. Der Bierkönig raus. War trotzdem ein schöner Abend. Auch wenn das Closing vorbei ist, war trotzdem soweit ordentlich gefüllt und das war's dann für heute. 0.27 Uhr. Der Bierkönig kehrt uns raus. Der letzte Rest wird hier noch freundlich rausgebeten. Und dann verlassen wir die heiligen Hallen des Bierkönigs, die heiligen Hallen des alten Bereiches und verlassen für heute den Bierkönig. 2.48 Uhr, der Bierkönig hat uns rausgekehrt. Ja, war wieder ein schöner Abend im Bierkönig. Hier läuft eine verrückte Sauftouristin durch den Weg. Jetzt kommen wir rein. Ja, die Sauftouristen, die übrig gebliebenen Sauftouristen bleiben hier noch. Reste nennt man das. Und dann, ja, ich glaube, das war's dann für den heutigen Tag. Wir machen vielleicht noch ein Private Party am Strand. Und, aber für euch war's das heute hier. 3. November. Wir sehen uns morgen wieder.
schätze ich mal. Gute Nacht. Nachtclub. Tschüss. Machen wir doch den Abschluss um 3.34 Uhr. Die Wellen wellen sich. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Bin hier gerade wieder am Megapark. Jetzt sind wir auch gestartet. Ne, sind wir nicht ganz. Wir sind am Ballermann 2 gestartet. Und ja, das war der heutige Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.